Der Blick auf die wunderschöne Shining Mesa Stronghold verrät uns, wir sind in den Racklands. Und ich möchte mir natürlich auch hier meine neu errungene Fähigkeit, das Fliegen zunutze machen, die ein oder andere Örtlichkeit zu entdecken, beziehungsweise auch damit verbunden, die ein oder andere neue Quest noch aufzunehmen und zu erledigen. Und außerdem, wenn sich die Gelegenheit ergibt, und das wird sie mit Sicherheit, in die für mich Solo-Instanz Diaco Corral hineinzustolpern und mal zu schauen, was sich dahinter verbirgt. Viel gehört habe ich schon davon in den Chats, dass da immer wieder Leute gesucht werden für die Heroics. Heroic machen wir jetzt nicht. Wir werden erstmal mit dem Solo beginnen und schauen, wie das wird. Und hier haben wir auch schon die erste Quest gefunden. Auf diesem Spot hier, Hidden Mesa. Was wir auch nur durch das Fliegen erreichen konnten, hier oben im nördlichsten Bereich. Und mit der Quest dürfen wir Complacent Diaco. Gemeinte Complacent Diaco, bla bla bla. Achso, ja, gut. Wahrscheinlich die einfach umhauen. Da leuchtet es, da wollen wir hin. Ich habe auch noch eine andere Quest, habe ich eben gesehen. Da muss ich diese Steintafeln für sammeln. Da schicken wir mal unseren Söldner drauf. Dann können wir ganz gemütlich mal diese beiden Steintafeln looten für die Quest Fun and the Sun. Und da liegen einige von hier. So, jetzt können wir mal ein bisschen helfen. Es geht ja nicht vorwärts hier. Da wird nur rumgespielt. Aber nicht gekämpft. So, das ist für die Racklands Quest, die wir gerade aufgenommen haben. Und die Fun and Fun tatsächlich hier. Das ist ja perfekt. Zwei auf einen Streich quasi. Söldnerfenster ist von dem Map-Fenster verdeckt worden, weil wir das eben angeklickt haben. Da muss ich mir nochmal was anderes einfügen lassen, das muss ich dann woanders anordnen. Ich dachte, ich könnte davon sparen, das alles zusammenschieben, aber er weiß sich gerade als äußerst unpraktisch. Da leuchtet's. Und da haben wir nochmal zwei Tafeln. Wunderbar. Perfekt. Eine brauchen wir noch. Sammeln wir die gerade mal alle ein. Imperial Mission Reward Crate. Dürfen das einmal zu unserer Sammlung hinzufügen und haben daraus diesen Helm erhalten. Der sehr interessant aussieht. Aber der wäre ja vielleicht was für meinen Söldner.
Müsste ich gerade mal schauen, was trägt der denn? Glaube ich, war jetzt nicht besser. Nicht wirklich. Und noch eine kleine Kiste, die uns wiederum eine neue Quest bringt. Cool. Was sollen wir da tun? I may be blind to the obvious, but I want to find out where this bumpy hide piece came from. Okay. Mysteriöse Quest. Das haben wir noch gar nicht. Ich dachte schon, ich hätte die. Obwohl, nee, da vertue ich mich wahrscheinlich mit The Blinding. Dass ich da die Sammlung alle schon komplett habe. Aber Wrecklands ist einiges noch unerledigt. Ich wollte auch noch Aurelian Coast nochmal zurück und die ganzen Achievements machen. Das gleiche gilt natürlich für Wrecklands auch. Erkundungs-Achievements und so weiter. Was haben wir hier? Eine Quest. Magical Gnomophon. I will slay Cheeto within the Wrecklands and avenge the death of this family. Okay, jetzt wird eine Gnomfamilie durch die Raubtiere hier zu Tode gekommen und wir sollen sie jetzt rächen. Das kriegen wir hin. Wir versuchen mal so viel wie möglich gerade einzusammeln. Vier Stück brauchen wir noch. Die Schädel von den Viechern werden wahrscheinlich einiges an Gold bringen, vermute ich mal. Vielleicht sogar Platin. Wir werden es mal ausprobieren. Das Ganze beim Händler nachher verkaufen. Stück noch und hier sind noch zwei Shinies. Die nehmen wir natürlich mit. Weil, wer weiß, vielleicht finden wir doch noch eins, was wir noch nicht hatten. Aber ich glaube, die finden wir jetzt wirklich nur noch auf den Bergen dort oben, wo wir durch das Fliegen hinkommen. Da habe ich nämlich bei The Blinding auch noch zwei oder drei Sammlungen mit begonnen, die ich vorher nicht kriegen konnte. Oh. Sammeln wir uns mal hier unten. Was haben wir denn hier noch? Okay. I may be blind. Blind leading the blind. Ach so, dann ist das zurück in The Blinding. Die habe ich doch eben bekommen, die Quest, mich jetzt nicht ganz irre. Ja, The Blinding müssen wir auch noch mal hin. Wir haben jetzt diese hier und diese aufgenommen. Dann gibt es hier hinten noch was zu holen. Die Location wahrscheinlich auch noch, ne? Oder wir gehen so rum oder so rum. Ne, wir gehen so rum.
kurz entschlossen. Hier gibt es doch irgendwo die Quest für Diaco Corral, meine ich. Schattenelfen und Schergen der Finsternis. The Ragnarok Fest in deutscher Hand. Er hat noch eine Quest. Cool. Ist das die Einführungsquest für Diaco Corral? Dann kriegen wir das Gnomophon. Vielleicht kann das ja sogar was. Da steht was? This mechanical music maker plays the song High Noon on the Moon. Klingt interessant. A Fistful of Diaco. Das ist aber Category Racklands, Diaco Coral, Current Zone Racklands. Explore Revenants Vista. Revenants Vista. Wo finden wir denn Revenants Vista? Hier steht was von Coral. Da ist Revenant Vista. Gut. Aber wir wollen ja erstmal kurz die eine oder andere Tätigkeit hier noch hinter uns bringen. Mal schauen, ob wir hier auch wieder gegen irgendwelche unsichtbaren Wände fliegen. Bis hierhin ist noch alles schick. Spekuliert darauf, dass hier irgendwo ein Shiny noch ist. Oh, hier ist die Quest. Scaleback Crutch. Und was dürfen wir töten? I must destroy undead exoslaves and release them from their torment. Da sind sie ja. Revenant, das gehört dann auch zu irgendeiner Quest. Aber nur der Revenant. Fetischen Fangs. Da ist noch ein Slave. Auch. Ja, euch sammeln wir mal ein, wollte ich gerade sagen, aber wenn ich so weitermache, falle ich da gleich runter. Okay, hier kommen wir irgendwie nicht raus, wenn wir kämpfen. Oh, oder so. So kommen wir raus. So.
nur 4 Stück noch. Oh, Golem. Slave. Sklaven. Da ist einer. Dazu. Okay. Der auch nicht. Guck mal, hier haben wir einen Revenant dabei. Revenge! Sklaven und einen Revenant. Slave, Slave, Slave. Das kriegen wir als erstes gelöst. Revenge. Sehr schön. Ein Infuser wieder dazu. Return to Rokan Xaxos. Der ist in dem Camp. Da kommen wir bestimmt nochmal dran vorbei. So, die Quest hatten wir. Hier ist noch eine. Fliegen wir da mal hin. Es müsste wohl dort sein, auf dem Plateau. Grayscale. I must destroy the undead Shisar within the Grey. Ja, das trifft dann wohl auf alle zu hier. Gucken, ob wir den eingesammelt kriegen.
nicht genug. Das ist doof. Drei Stück noch. Oder blinkt es doch auf dem Boden? So, da ist einer. Aber sonst keiner, ne? Ja, wir machen das mal. Oh, das blinkt überall. Ich kann nicht dran vorbeilaufen. Gar nicht bemerkt. So, der ist irgendwie verbuggt. Jetzt ist er nicht mehr verbuggt. Und einer. Dann nehmen wir mal den hier. Jetzt eigentlich nur noch hier weiter, das da, die Quest aufnehmen und wahrscheinlich den Ort erkunden und dann könnten wir es haben. Zumindest das Achievement für die Erkundung, vermute ich mal.